Mein Name ist Christian Avey, ich bin Zauberer und was ich euch heute mal so kurz erkläre, ist, wie ihr eine Hypercard herstellt. Das ist eine tolle optische Illusion, die ihr aus einer einzigen Karte machen könnt. Ohne Kleber, das geht ganz schnell, ihr braucht ungefähr eine Minute. Das ist ein ideales Giveaway, ist idealer Gesprächsstoff, wenn ihr die so irgendwo rumstehen habt. Und das ist etwas, was die Leute sich bestimmt angucken werden und auch ein Andenken, was ihr gerne mitgeben könnt. Alles klar? Und ich würde sagen, am besten machen wir das auch wieder hier an meinem Tisch. Dafür kommt nach vorne, aber das Übliche habt ihr noch nicht den Kanal abonniert. Dann macht's jetzt. Klickt einfach da unten auf das runde Abonnieren-Feld und am besten auch so auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ja? Alles klar? Dann bitte ich euch an meinen Tisch. Okay, so, gehen wir ein bisschen mal so die Karten durch, die ich dann schon so gebastelt habe. Hier ist eine normale Spielkarte. Das schaut dann so aus. Ja. Hier haben wir so eine Trickkarte mit doppelter Rückseite. Das gibt auch ein sehr, sehr schönes Muster. Vielleicht sogar noch ein bisschen rätselhafter als jetzt die normale Spielkarte. So, und hier haben wir auch wieder eine Trickkarte und es ist eine Trickkarte, wo wir zwei verschiedene Vorderseiten haben. Also eine Karte und eine Rückseite mit zwei verschiedenen Vorderseiten. Auch das, wenn ihr das so hinstellt, das gibt ein paar Rätsel. Ja? Und dann hier habe ich mich jetzt vor einer Minute noch amüsiert, das zu machen. Das ist so, ihr habt ja bei den Bicycle-Karten immer so Werbekarten und das ist dann die Werbekarte. Ja, sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Die schmeißt ihr ja normalerweise weg. Das heißt, jetzt bewahrt ihr die auf und macht Hypercards draus. Ja, alles klar. So, okay, so legen wir los. Also das Prinzip ist eigentlich sehr einfach. Ihr benötigt ganz klar eine Spielkarte und ihr braucht eine Schere. Und eigentlich sind nur drei Schnitte, die wir machen. Einmal ein Schnitt von hier bis zur Mitte und zwei Schritten von der gegenüberliegenden Seite bis zum Ende. Ja? Ich würde sagen, fangen wir mit dem Schnitt in der Mitte an. Das ist ja ganz einfach. Ihr macht dann hier so bis zur Mitte schneide ich ihn. So. Ich hoffe, das sieht man jetzt gut auf der Kamera. Ja? Dreht die Karte um. Und jetzt kommt dann ein Schnitt hier in den Bereich und ein Schnitt da in den Bereich. Und jeweils bis auf die Höhe vom Hals, vom Engel ungefähr. So. Okay, machen wir das. Ja, das ist besser. Und dann noch hier. So. Vielleicht ein bisschen mehr. Okay. Aber das müsste dann besser sein. Ja? Also, seht ihr? So schaut das aus. So schaut das aus. Von der gegenüberliegenden Seite. Jetzt nehmt ihr die Karte so wie hier in der Hand. Das heißt, mit dem einen Schnitt nach oben. Die beiden anderen Schnitte sind unten. Dann dreht ihr das Teil hier um. So, was geschieht jetzt? Hier kommt hoch. Faltet das bis zu der Kante. So. Und dann faltet ihr das Teil, nur das Teil hier, zurück zur Unterkante. So. Fertig. Fertig ist eure Karte. Ja, seht ihr? Ist also wie gesagt vom Prinzip her ganz einfach. Braucht, wenn ihr das beherrscht, vielleicht knapp eine Minute. Ist auch ideal, wenn ihr mal so einen Workshop macht oder so Teambuilding und so. Dann könnt ihr den Teilnehmer erklären, wie es geht, dass man manchmal so ein bisschen um die Ecke denken muss, damit man verrückte Ideen rauskriegt. Ja? Könnt ihr sehr gut auch als Andenken mitgeben und ich denke, ihr schickt mir jetzt einfach, wie gesagt, eure Fotos
von euren Hypercard und legt los. Okay, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich hoffe auch, ihr habt daran gedacht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Ihr seht also, ich hoffe, jede Menge Sachen. Aber ich bin mir sicher, das wird der Fall sein. Vielleicht postet ihr ja Fotos von euren Karten auf Instagram. Und wenn ihr das macht, dann markiert mich einfach. Okay? Das wäre echt klasse. Oder wenn ihr die auf Facebook setzt, könnt ihr mich auch sehr gerne markieren. Und dann poste ich die wiederum auf meiner Facebook-Seite, wenn das okay ist für mich. Ja? Alles klar? So, mein Name ist Christian Avery und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.